Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge The Hunter. Heute nochmal auf Red Feather Falls unterwegs, aber noch nicht auf Bigfoot Jagd, sondern die Blase, ja? Die Blase hat es mir angetan, also seit dem letzten Gänsejagd-Video. Und deshalb haben wir hier mal Buckshot reingepackt, in der Hoffnung, dass wir einen Hirsch begegnen und den vielleicht auch mit der Flinte erlegen können. Ich bin gespannt, ob wir ihn finden werden. Wenn ich nehme ich natürlich auch wahlweise Wapitis, aber ich glaube, da ist die Munition nicht zugelassen. Weiß ich gar nicht, muss ich mal nachgucken. Aber ich habe zur Not auch die 9,3 mit, also damit schießen wir dann zur Not die Wapitis. Oder halt Elche, was uns hier so in den Weg kommt, ist mir eigentlich ziemlich egal. Unser Freund Toffel ist natürlich am Start. Irgendwo. Ja, ist schon wieder weg. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Ach, ist am Haus. Hallo! Na, ich habe nur den Schatten unten gesehen. Ich denke, hey, wo ist er hin? Kommst du da auch runter oder bleibst du da oben? Kommst du zu mir? Hervorragend. Geht nicht. Trick 17. Hund wegpacken. Und Hund wieder rausholen. Geht nicht. Geil. Okay, müssen wir jetzt mal ganz wegpacken oder den anderen Hund mal holen. Der sitzt jetzt vor uns. Sehr gut. Dann nehmen wir jetzt wieder den anderen. Und dann müssen wir Toffel am Start haben. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Dem einen oder anderen ist schon jetzt im Inventar aufgefallen. Ich habe hier den geilen neuen Caller, auch wenn man ihn jetzt hier wieder nicht sieht. Aber das ist auf jeden Fall graviert und ein dunkleres Holz am Schaft. Und den kriegen wir ja durch das Bonusprogramm mit dem Freundewerben. Deshalb danke auf jeden Fall an Badewanne und an Zantrodamus für den Kauf einer Mitgliedschaft und dadurch für meinen Caller hier. Die Knarre ist leider noch nicht dabei, die 308 gravierte Repetierbüchse. Aber, Freunde, nur eine Frage der Zeit, ja. Irgendwann wird sich schon einer eine Jahresmitgliedschaft kaufen und dann habe ich auch die Flinte. Aber danke auf jeden Fall. Echt geil, dass wir schon mal zumindest das erste Teil in der Sammlung komplett haben. Dann haben sie sogar noch ziemlich viele über den Link angemeldet gehabt. Also erster Link in der Videobeschreibung. Immer noch der Link zum Freundewerben. Und ihr kriegt dann immer noch diese Items umsonst, die ich schon im letzten Video, beziehungsweise im Video davor erwähnt hatte. Also lohnt sich auf jeden Fall darüber anzumelden, auch wenn ihr keine Mitgliedschaft kauft. Auch wenn ihr nur als Gastaccount spielen möchtet. Also guckt da unbedingt nochmal rein. Wenn ihr Bock habt, das Spiel zu spielen natürlich nur. Und wenn ihr es noch nicht habt, ja. Sonst bringt es euch nichts. Und da callt auch schon der erste Wapiti. So geht es hier doch direkt mal los. Und ich weiß natürlich noch immer nicht, ob ich jetzt die Buckshot benutzen darf oder nicht. Aber ich werde es jetzt mal nicht benutzen, weil ich das nicht glaube. Aber unseren Freund Toffel setzen wir erstmal ab. Und gehen dann langsam in die Richtung. Habe ich jetzt eigentlich hier meinen Geruchsneutralisierer drauf gemacht? Natürlich noch nicht. Machen wir mal hier mit. Oh, hier ist natürlich ehrlich gesagt ein bisschen blöd. Ich dachte, ich habe hinter vielleicht eine etwas bessere Sicht. Aber da ist der Hügel. Dann versuche ich mal zu dem Hügel zu kommen. Und hoffe, dass ich von da oben ein bisschen mehr sehe. Ich hätte mir vielleicht auch einen Bogen besorgen sollen. Um die eventuell leise zu töten, damit ich die Hirsche leichter finde. Aber gut, habe ich jetzt nicht dabei. Also wenn wir den jetzt hier versuchen mit der 9,3 zu erlegen, wenn wir ihn denn sehen. Also erstmal muss er natürlich in Sichtweite kommen. Der Wald sieht hier ziemlich dicht aus. Also muss er schon, glaube ich, etwas näher an uns rankommen. Ich warte jetzt hier erstmal ein bisschen ab. Weil so weit war der eigentlich gar nicht, oder? Wir können nochmal versuchen zu callen. Und dann müsste der gleich zwischen den Bäumen irgendwo erscheinen.
Oder er antwortet uns nochmal. Das geht dann. Oh, neuer. Zwei männliche Wapitis also schon mal dabei. Oh, die sind mal weit unten. Zumindest der jetzt. Ich weiß nicht, wie nah der andere jetzt ist. Aber der ist ziemlich weit unten. Die Frage ist, gehe ich jetzt vorne an die Kante oder nicht? Ich glaube fast, das lohnt sich nicht, oder? Bis ich da bin, sind die wahrscheinlich auch da. Der andere hat auch etwas näher gecallt. Ich weiß nicht, vielleicht sind die auch in die Richtung dann halt gezogen und noch nicht umgedreht und die drehen jetzt erst um. Wissen wir halt nicht, aber bevor ich die jetzt hier hoch mache, ohne dass ich das möchte, warten wir lieber erstmal ab. Und hoffen, dass sie gleich die Klippe da hochkommen werden. Ich sehe aber bis jetzt noch keine Bewegung im Unterholz, also noch sind wir. Ich muss mal kurz gucken. 80 Meter. Ist ja gar nicht mal so nah. Das ist locker 75 Meter weg, die Kante. Wie sieht das denn auf dem GPS dann aus? Okay. Das ist dann die Kante. Na gut, dann müssen wir warten, bis sie jetzt den Hang da hochgewandert kommen. Ich werde das jetzt absichtlich nicht cutten. Denn das ist ja hier das Jagdfeeling pur, Freunde. Das lassen wir jetzt einfach drauf und laufen. Ich crawl einfach nochmal und hoffe, dass der sich in meine Richtung bewegt. Denn sonst können wir hier lange sitzen. Aber ich wüsste nicht, warum er nicht kommen sollte. Ja, also vorhin sind da mehrere. Deshalb vermute ich auch nicht die größten, vielleicht eher kleinere, die dann noch nicht ganz so vorsichtig sind. Die sollten dann auf jeden Fall da gleich mal sich langsam Richtung Kante hochbewegen. Ich könnte natürlich auch versuchen, die zu umgehen und dann von der Seite anzupirschen, damit ich den Schuss besser platzieren kann, aber ich glaube, das ist bei der 9,13 nicht ganz so relevant, auch wenn es immer schöner ist, die von der Seite zu erwischen als von vorne, aber gut. Kann man sich aussuchen, dass sie jetzt hier in so einem etwas blöden Gelände laufen. Aber auch beim Hin- und Herwackeln hier zwischen den Bäumen sehe ich nichts. Was macht unser Freund Toffel? Sitzt hoffentlich noch irgendwo, ich sehe ihn gerade nicht, aber wird hoffentlich noch auf dem Weg sitzen, wo wir ihn abgelegt haben, mein Gott. Sprachfehler auch schon hier am Start. Vor Spannung nicht auszuhalten hier, bis die Viecher da hochkommen. Aber die kommen nicht. Ich werde mich mal ein bisschen nähern. Guck mal, jetzt sogar so ein bisschen offener, ne? Vielleicht ist es von hier noch ein bisschen besser. Weiß das Dunkle da? Ich glaube, das ist nur ein Busch. Bewegt sich zumindest nicht. Ja. Das Fernglas sieht man wieder gar nichts. Da ist der Busch auf einmal weg. Aber die kommt tatsächlich nicht. Wo sind die denn? So lange können die doch gar nicht brauchen. Wobei manchmal. Boah, die ziehen echt manchmal langsam, ne? Also manchmal bleiben die echt dann wieder stehen und dann kommen sie wieder und dann bleiben sie wieder stehen. Das ist dann bei. Jetzt kommt noch der Regen, ja perfekt. Aber das ist mal bei Wapitis dann immer ein bisschen anstrengend. Bei Rehen oder Füchsen ist es halt ein Ticken besser. Weil die halt angetrabt kommen. Zumindest bei den männlichen Rehen. Bei den weiblichen ist das auch manchmal eher schleppend. Aber ich werde es immer einfach seitlich vorpirschen. Da haben wir zumindest den Hang gleich im Rücken. Etwas erhöhte Sicht. Damit wir hier gleich was sehen, wenn sie da doch erscheinen sollten.
Ich hoffe nur, die kommen nicht von dem Hang hier. Das wäre natürlich jetzt dann entgegen meiner Planung, aber ich verlasse mich jetzt einfach mal darauf, dass die Calls ungefähr aus der richtigen Richtung kamen. Wobei, die können echt von hier gekommen sein, oder? Ne, von da nicht. Wenn, dann kommen die da so hoch. Aber ich habe die Befürchtung, dass uns Toffel gleich hinterherkommen wird, weil er jetzt schon so weit weg ist. Das gibt's doch gar nicht. Wo sind die denn? Ne, ich möchte jetzt nicht nochmal callen eigentlich. Das Ding ist, ich höre die jetzt halt auch nicht mit dem Regen, ne? Da kann ich meine Kopfhörer noch so laut machen, aber wenn die jetzt hier laufen würden, ich würde sie nicht hören. Ja, aber ich muss doch mal kommen, bevor die jetzt Interesse verlieren. Ah, da ist ja mein Freund. Wenn man vom Teufel spricht. Wenn man vom Teufel spricht, dann kommt er direkt freundlich ins Bild gelaufen. Möchte sich mal kurz auch nochmal zeigen. Aber guck mal, da ist schon eine Fährte. Das könnte auch einer von den Wapitis sein. Die sind wahrscheinlich hier langgezogen. Habe ich die echt nicht zum Umkehren gebracht? Kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Naja, das sind die auf jeden Fall. Da vorne ist ja eine... Guck mal, die sind's. Als ob die in die Richtung gezogen sind. Ja, wobei, die kann auch so sein, dass... Vielleicht dreht der gleich nach links ab oder so. Auf jeden Fall mehrere Wapitis hier am Start. Jetzt laufe ich natürlich genau an der Kante hier lang. Na, der Toffel sitzt noch. Ich dachte, er kommt vielleicht gucken, weil er so gehechelt hat, aber alles cool. Naja, wo sollen die denn sein? Boah, dann ist auch wieder so ein mega Gestrüpp. Da sieht man einfach wieder gar nichts. Gut. Nehmen wir jetzt den Weißwedelhirsch hier. Ich call den einfach mal. Alter, der hört sich jetzt hier mal geiler an. Oder ist, hört der andere sich jetzt auch so an? Oder hört er sich jetzt hier anders an? Der hat ja einen komplett anderen Sound, aber ich habe den anderen auch ehrlich gesagt lange nicht mehr benutzt, deshalb weiß ich gar nicht, ob der sich jetzt vielleicht auch so anhört. Aber das wäre krass, wenn der auch einen anderen Sound hätte. Guck mal, die haben doch locker hier die Spur gewechselt. Die sind da hundertprozentig zu mir hochgekommen, aber eben nicht sichtbar für mich geworden. Wahrscheinlich habe ich sie irgendwo übersehen, ja, keine Frage, aber... Sind die jetzt echt geflohen? Ich habe keine Ahnung, wo sie sind, aber der Hirsch ist mir eh lieber. Und hier ist es eigentlich ziemlich offen. Also ich werde mich jetzt ein bisschen vorpirschen. Richtung diesem kleinen Erdhügel hier. Und dann müsste da eigentlich auf ziemlich offener Fläche an mich rankommen. Ups, falsche Taste. Und hier müssten wir den eigentlich dann auch ausmachen können. Wobei... Hör ich da ein? Ich glaube, es ist Toffel, ne?
Da kommt Toffel, den können wir mal eben zum Bleiben bewegen. Und dann kriegen wir hoffentlich noch den Collie aufgenommen. Oh, ja, gerade so. Okay, der kommt von da unten irgendwo. Das sollten wir noch hinbekommen, den auszumachen, oder? Toffel ist jetzt auch in der Nähe, der sollte uns da jetzt nicht zwischenfunken. Und dann gucken wir mal, was der Bugshot für einen Sound hat. Ob der sich genauso geil anhört wie... Da unten ist er. Da unten ist er. Tja, die Frage ist, wie weit kann ich damit schießen? Das ist die nächste gute Frage. Also ich lasse ihn natürlich jetzt erstmal rankommen. Sonst wird das hier nämlich wieder nichts, auch wenn ich Toffel dabei habe. Aber der muss ja auch verenden, sonst bringt mir Toffel auch nichts. Oh, ich call ihn einfach nochmal. Freut sich aber echt schon ein bisschen unheimlich auch an, ne? Muss ich ganz ehrlich sagen. Also wenn sowas im Wald ruft, dann bin ich aber der Erste, der weg ist, Freunde. Das sage ich euch. Da sage ich immer, der Langsamste verliert. Und das bin ja nicht ich. So. Da kommt er zwischen den Bäumen schon auf 50 Meter ran. Ich sag mal so, bei 30 oder so würde ich vielleicht anfangen zu schießen. Ja. Hol ich nochmal ein bisschen säubern dein Fell. Bisschen kratzen. Aber du darfst dich auch gerne bewegen. So gern du es. Bewegt Toffel sich schon wieder? Ich kann im Liegen ernsthaft keine Kommandos geben. Ne, Toffel liegt noch, alles gut. Und der Hirsch kommt auch langsam. So, ich weiß, dass du hinter dem Baum stehst. Du brauchst dich gar nicht zu verstecken. Freundchen. Und der Baum ist auf 34 Meter, aber der ist halt dahinter irgendwo. Also, ich schätze mal so auf 40. Jetzt komm. Boah, der zieht aber echt langsam. Der zieht extrem langsam. Freunde, wir können ja die Folge direkt ohne Cuts machen und haben ein Tier erschossen. Super, habe ich auch gedacht, das läuft mit den Vapitis ein bisschen besser. Aber kann man sich halt nicht aussuchen, wenn sie nicht kommen, dann kommen sie nicht. Okay, der ist schon da vorne. Soll ich es versuchen? Alles klar, der ist tot. Ja, 30 Meter schon mal. Der hat irgendwie leicht einen schiefen Ansatz, oder? Guckt so halb schief rüber. Aber die Flinte. Aber der Hirsch liegt. Also Backstelle ist schon mal nicht zu verachten auf jeden Fall. Aber was mit den Vapitis passiert ist, das wüsste ich echt mal gerne. Ich habe keine Ahnung, wo das von ihm, wo ist der denn hier? Guck mal, der ist doch schon hochgelaufen, oder nicht? Ja. Die sind hier unten also gewesen und haben auch hier gewendet, aber ich habe es halt nicht vor die Flinte bekommen. Wahrscheinlich habe ich die irgendwann in die Flucht geschlagen. Aber Bugshot hier, volle Kanone in die Brust. Alter, was habe ich getroffen? Was hat die denn für eine Durchschlagskraft? Ich habe ja ungefähr jedes Organ getroffen. Aber alle hinten. Wobei, rechte Lunge auch. Wurde gar nicht angezeigt, weil ich so viel getroffen habe, oder was? Leber habe ich auch getroffen. Herz, 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 Herz. Herz habe ich nicht getroffen. Das Einzige, woran ich wieder vorbeigeschossen habe, war alles andere. Rums die Bums, einmal durch das Tier. Ja, Freunde. Dann komm mal her, mein kleiner Toffelfreund. Na komm, dreh dich. Jetzt krieg ich ihn wieder nicht gepackt hier. So, Flinte raus.
Und das Tier hier drehen wir um. So, sehr schön. Haben wir das Foto gemacht. Toffel guckt den Hirsch an. Perfekt. So, wollen wir es haben. Ich würde sagen, ich mache jetzt noch kurz einen schnellen Cut. Auch wenn wir schon mal die Folge fast rum haben, war eigentlich so ein bisschen wenig. Deshalb suche ich jetzt noch schnell ein anderes Tier und dann sehen wir uns da nochmal wieder. So, da sind wir wieder zurück und irgendwo da hinten habe ich gerade ein Wapiti gesehen, aber frag mich nicht wo. Es ist tatsächlich die Herde, die die ganze Zeit vor mir... Die sind nicht mal geflohen, die sind einfach... Da vorne ist er. Die sind einfach weitergelaufen. Ich weiß nicht warum, also die waren mal so zwei Spuren lang trabend. Aber ist es nicht so, dass die ganze Zeit weg waren? Also, dass sie geflüchtet sind oder so? Deshalb verstehe ich ehrlich gesagt nicht, warum die gerade nicht gekommen sind. Aber ich werde den jetzt einfach... Dahin kommt noch einer und dahinter kommt noch einer. Mit der das ist der kleinste. Beziehungsweise von den beiden der kleinste. Wie klein der dahinter ist, weiß ich natürlich auch noch nicht. Hinten rechts kam mir auch noch einer angedackelt. Da kommt... Ach, oh Gott, okay. Das ist der kleinste. Heißt also... Wobei da... Oh, da links kommt eigentlich ein guter, oder? Der sieht nicht so schlecht aus. Also gut ist relativ, ne, aber der beste von denen zumindest. Nee, nee, der nicht. Ist der das? Nee. Da ganz hinter kommt einer irgendwo. Nee, der sieht auch nicht. Wie viele kommen denn da, mein Gott? Nein, da kommt auch noch einer. Was hat der? Ne, den habe ich auch nicht gesehen. Welchen habe ich denn gerade gesehen, verdammt? Ja, jetzt interessieren sie sich schon wieder nicht für mich. Da hinten, Alter, da. Ja, lad die Waffe halt nach. Jetzt rahmen sie wieder. Nice. Und jetzt kommt der hier rechts angedackelt. Ich sehe ihn da hinten noch mit dem Geweih. Da vorne ist er. Ach, jetzt kommt er noch, oder? Den werde ich jetzt rausnehmen. So. Haben wir noch mal Pitti erlegt. Sehr gut. Und flieht noch einer, aber den kriege ich, glaube ich, nicht nachgeschossen. Das wäre mir zu riskant, auch mit Toffel. Dass wir da wieder Bullshit machen, deshalb lassen wir das lieber. Und gehen uns den einsammeln, den wir noch rauspicken konnten. Aber das war eine ganz große Herde, muss ich sagen. Da waren bestimmt, ich habe es nicht erzählt, aber so gefühlt 10 Tiere. Das war eine gute Herde, aber alles kleine halt. Deshalb, ich hoffe jetzt, ich habe die richtigen geschossen, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob der das war, den ich wirklich meinte, aber der sah jetzt so halbwegs groß aus. Für ein Wapiti ist das auch noch klein, ehrlich gesagt, aber besser auf jeden Fall als die anderen, die da noch beistanden. Und deshalb habe ich mich natürlich für den entschieden. Gucken wir uns hier mal von nahen an, was der so kann. Ob der das wirklich war, ich weiß es nicht. Jetzt, wo ich näher komme, bin ich mir schon nicht mehr so sicher. Ah, doch, könnte er gewesen sein. Ja. Könnte der gewesen sein, ich weiß es nicht. Aber ich nehme den jetzt mal auf. Haben wir sogar das Herz getroffen und die rechte Lunge. 291, 300 leider nicht geknackt, aber gut, was soll's. Lucky 7, jawohl. Haben wir noch hier die Mission completed, zumindest ein Teil davon. Ich glaube, der geht eigentlich, ist eigentlich mehrteilig. Wo ist eigentlich mein Freund hier hin? Toffel. So, kriegen wir den hier auch gedreht oder wird das wieder nix? Ich sollte eigentlich mich direkt mal so hinstellen, dass ich mit dem Kopf genau richtig lieg. Ah, jetzt bin ich da halt so seitlich, aber was soll's. Gucken wir den halt an. Und Toffel ist Schiedsrichter dazwischen. So. Wobei, nee, der ist zu nah. So ist besser. Das nehmen wir.
Und damit beenden wir die Folge. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen nach oben, da würde ich mich drüber freuen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, weit man's heil. Macht's gut, haut rein und auf Wiedersehen.